Die Herkunft des Tokek. Früher lebte einmal eine arme Witwe. Sie hatte einen Sohn, der Tekko hieß. Die Witwe verdroß es sehr, dass ihr Sohn recht einfältig war, und sie beschloss, ihn in eine Schule zu stecken, damit er klug und gebildet werde. Sie übergab ihm einem Hadji, der sollte ihn erziehen und ihm beibringen, den Koran zu rezitieren. Im Hause des Hadji wurde Tekko jedoch nicht wie die anderen Schüler in der Koranrezitation unterwiesen, sondern der Hadji machte ihn lediglich zum Hausjungen. In seiner Einfalt ließ sich Tekko auch wie ein Diener behandeln und dachte nur bei sich: Es wird die Zeit kommen, in der mich Pak Hadji im Koran unterweisen wird. Und während er seine Dienerarbeiten verrichtete, wartete er immer auf den Augenblick, zu dem ihm der Hadji den Koran rezitieren lehren werde. Eines Tages erhielt Tekko den Auftrag, Nanka zu backen. Die Nanka besaß 9 Kerne, und als er sie in die heiße Asche gelegt hatte, zerbrachen sie, und einer ihrer Kerne sprang weit weg. Tekko suchte bis zur Erschöpfung den weggesprungenen Kern, konnte ihn aber nicht mehr finden. Dann gab er die 8 übrigen Kerne Pak Hadji. Als der Hadji die Kerne zählte, erkannte er, dass einer fehlte. Er wurde zornig, beschimpfte Tekko und brummelte: Manjilan Sangakari Balu, das heißt, die Nanka hatte 9 Kerne, übrig sind aber nur 8. Tekko glaubte, das Gebrummel des Hadji sei ein Koranvers, den er lernen müsse, und seitdem sagte er immer wieder den Vers auf: Manjilan Sangha Kari Balu, Manjilan Sangha Kari Balu. Einige Zeit verstrich und Tekko wurde es überdrüssig, im Haus des häufig zornigen Hadji zu wohnen, und er ging davon, um allein im Wald zu leben. Dort trieb er Askese und rezierte ständig den Vers Manjilan Sangha Kari Balu. Wie er so der Askese lebte, stieß er auf einen verborgenen Schatz, und in einem Augenblick war er sehr reich geworden. Als der Hadji davon hörte, dass sein ehemaliger Hausjunge Tekko steinreich geworden war, wurde er eifersüchtig, ging zu ihm hin und fragte ihn, wie er zu einem solchen Reichtum gekommen sei. Da antwortete ihm Tekko: Ganz einfach, Pak Hadji, ich habe immer nur euren heiligen Vers wiederholt. Der Hadji staunte, weil er meinte, Tekko nie einen heiligen Vers vermittelt zu haben, und er fragte: Welchen Vers? Da erzählte ihm Tekko, wie er wohne, was er treibe und was er sage. Der Hadji, der wünschte, ebenso reich zu werden wie Tekko, ging zu der Stelle, die er ihm gezeigt hatte, und machte das, was Tekko getan hatte, nach. Nicht lange, und der Hadji entdeckte eine Höhle in einem Baum und stieg hinein. Doch als er drinne war, schloss sich die Höhle unversehens. Er war verzweifelt und suchte einen Weg hinaus, aber es ging nicht. Da dachte er an Tekko, und immer wieder rief er nach ihm, er möge kommen und ihm helfen. Noch heute kann man die Stimme deutlich rufen hören: Tekko! 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 Das ist die Stimme des Hadji, dessen Gestalt sich in die eines Tieres verwandelt hat, und dessen Nachkommen wir bis heute Tokek nennen. Das ist die Herkunft des Tokek.